Hallo meine Lieben, ich bin Brigitte von Brigittes Stempelstelle und ich habe heute eine E-Mail gekriegt von einer Nadine. Ganz liebe Grüße an Nadine. Und Nadine hat mich gefragt, wie ich so mein Bastelzimmer eingerichtet habe und wie ich meine Stempel sortiert habe oder meine Stempelkissen, meine Stanzen. Und dann habe ich mir gedacht, super, gute Frage. Das würde ich euch gerne zeigen, aber ich habe ein Problem. Ich fotografiere ja und wir haben eine kleine Doppelhaushälfte und ich habe im Keller schon mein Fotostudio. Ich habe zwei Töchter, die natürlich ihre Zimmer haben möchten und deswegen bleibt für mich nur ganz wenig Platz für meine Basteleien und ich kann euch hier mein Bastelzimmer nicht zeigen. Es ist eine Katastrophe, sieht aus wie die Sau und es ist wirklich nur ein paar Quadratmeter groß. Ich habe hier unten einen Schreibtisch und ich zeige euch jetzt mal die Sachen, wie ich meine Stempel aufbewahre, meine Stanzen, meine Bänder, aber dieses Zimmer hier nicht. Das dürft ihr nicht sehen. Nein, wirklich nicht. Vielleicht irgendwann mal, ich will jetzt sowieso mal mein Fotostudio ein bisschen modernisieren, aber das wird auch erst im Dezember oder so ablaufen. Und hier muss ich dringend mal aufräumen. Und wenn ich mich hier so umgucke, muss ich wirklich sagen, Brigitte, du bist ein kleiner Messi. Das wird mein Mann wahrscheinlich sofort unterschreiben. Ja, also, ich mache hier keinen Schwenk durch meine kleine Bastelwerkstatt, aber ich zeige euch mal, wie ich meine Stempel aufbewahre, wie ich meine Stanzen aufbewahre und ja, mal gucken. Vielleicht zeige ich euch irgendwann mal mehr, aber da müsstet ihr mir schon einiges zahlen. Nee, das geht nicht. Hinter mir seht ihr, da habe ich so, wenn ich irgendwelche Ideen habe oder Bilder aus Pinterest, tue ich manchmal ausdrucken, wo ich mir Anregungen hole. Und meine Stempel, die habe ich in dem tollen Stamping Up Stempelaufbewahrungsteil. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Also hier in diesem Teil hier habe ich meine Stempelkissen. Ich habe auch nicht alle, muss ich zugeben. Wenn mich eine Farbe total anmacht, dann kaufe ich mir die. Manchmal kaufe ich mir das ganze Set. Natürlich kaufe ich mir von den In-Colors sofort das ganze Set. Aber wie ihr seht, ist mein Stempelturm fast voll. Viel fehlt nicht mehr. Hier oben kann man die Nachfüllflaschen einsortieren. Hier oben, habe ich jetzt nicht gezeigt. Ich habe hier auch noch Krimskrams. Dann habe ich noch so Fäden, die ich oft benutze. Dann Nachfüller natürlich. Aber die habe ich noch nie zum Nachfüllen benutzt. Die nehme ich eher zum Mischen oder zu dieser Feuchttüchertechnik. Ja, ich habe noch nie ein Stempelkissen auffüllen müssen, zum Glück. Obwohl ich schon ziemlich lang stempel. So, jetzt zeige ich euch noch, wie ich meine Stanzen aufbewahre. Meine Stanzer, ups, die habe ich in solchen Körben drin, aber auch nur, weil das bei mir so praktisch ist. Ich habe hier ziemlich viele Regalböden. Was ich schon gesehen habe, ist, dass viele diese Stangen haben von Ikea oder von was das kommt und dann legt man die hier bloß so rein. Aber ich habe meine Stanzer hier total unaufgeräumt und katastrophal in solchen Boxen drin. Es geht sicher auch besser, vielleicht wenn man sie so stehend reinstellt, wäre mal eine Idee. Das sieht man nämlich von oben gleich, was es für Stanzer sind. Die Stanzer sind ja ganz schön massiv von Stamping Up. Ich finde ja auch das Tolle dran. Da hat man was in der Hand und außerdem sind die robust. Nee, so ist vielleicht echt nicht so schlecht. Da sieht man es gleich von oben, was es für Stanzer sind. Dann kann man sie auch schön sortieren, wie man sie haben will. Wenn man so ein Chaot ist wie ich, dann sind die nie sortiert.
dann nimmt man sie, wie man sie braucht, und tut sie auch gleich wieder rein, wie man sie nachher nicht braucht. Ja, da gibt es sicher viel, viel bessere Möglichkeiten, die Standort zu haben. Die sind echt ziemlich schwer. Da muss ich aufpassen, dass mir diese Box nicht, bricht. Die kommt jetzt wieder zurück ins Regal und ich zeige euch mal, wie ich meine Stempel aufbewahre. Oh. Wenn es jetzt gleich einen Mordschlag tut, dann waren das mal Stanzer. Neben dem Stanzerboard steht meine Big Shot. Die seht ihr jetzt nicht. So, dann zeige ich euch noch. Ja, ich habe hier so eine Box. Da steht drauf aktuelle Sets. Da habe ich die Sets drin, die man derzeit bestellen kann. Dann habe ich sie auch mal gesortiert gehabt nach Weihnachtsmotive, Hochzeiten. Ja, so. Was ich auch praktisch fand, eine Zeit lang hatte ich sie so sortiert, dass ich die, wo es Stanzer dafür gibt, also zum Beispiel Schmetterling, dass ich die in einer Box hatte, oder die, wo ich tolle Thinlids dazu habe, habe ich in einer Box gehabt. Aber mittlerweile ist es schon wieder so messy-mäßig. Da kann ich gleich mein neues Stempelset dazu tun. Das ist das Stempelset von mir gestempelt. Das gibt es nämlich seit August, glaube ich, erst neu. Das sind so Sets, die ihr benutzen könnt, wenn ihr Karten selber macht. Müsst ihr ja eigentlich drauf stempeln, dass ihr das mit Stamping Up Produkten hergestellt habt. Und dann könnt ihr das machen und dann könnt ihr nämlich die Karten auch verkaufen. Ja, und dann ist das okay. Und das Set finde ich richtig hübsch. Ja, gleich wieder Werbung für Stamping Up. Wer das bestellen möchte, der braucht nur eine E-Mail schreiben an info@stempelstelle.de. Ich würde mich freuen. So, das waren meine Stempel. Und hier habe ich erst aufgeräumt. Das sieht gar nicht so chaotisch aus. Das sind meine Bänder. Meine ganze SU-Bänder. Oh, da haben sich auch Fremde eingeschlichen. Sehe ich gerade. So, aber das sind auf alle Fälle auch meine Lieblingsbänder. Diese hier, wisst ihr ja. Und das sind so neue Bänder aus dem Herbst-Winter-Katalog. Die Glitzerbänder, die gibt es, glaube ich, sogar im Zweierpack. Automatisch, die sind so schön. Das hier gab es ja, glaube ich, schon länger. Das finde ich auch schön, das gibt es jetzt nicht mehr. Was war denn das? Poolparty. Aquamarin. Und jetzt gibt es das hier in Silber und in Rosa. So. Gut. Washi-Tapes habe ich nicht so oft. Wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich so viel nicht mit Washi-Tapes mache. Aber die habe ich eigentlich immer auf dem Schreibtisch rumstehen. Und wenn ich sie dann brauche, dann nehme ich sie mir. Und das meiste steht hier auf dem Schreibtisch rum. So. Ich glaube, das war das Wichtigste. Meine kleinen Utensilien, die habe ich in einer Schublade. Die zeige ich euch auch nicht. Die sieht viel zu katastrophal aus. Also das hier ist mein Reich. Vielleicht hat es euch ja... Also das ist mein Reich. Ich muss das jetzt hier irgendwie so einstellen, dass ihr wirklich nicht mein Chaos hier im Hintergrund... Und es geht nicht. Ich wollte euch eigentlich zeigen, dass hier es ein Fleckchen gibt ohne Chaos. Es gibt kein Fleckchen ohne Chaos. Also ist doch egal. Das hier war mein Bastelreich und vielleicht hat es euch ja interessiert. Wenn nicht, auch egal. Aber wie gesagt, ganz liebe Grüße an Nadine. Ich hoffe, Nadine war es. Ja, genau, Nadine. Und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Und danke für die Idee, dass ich das mal zeige. Ich habe gar nicht gewusst, dass das irgendjemand interessiert. Also ich wünsche euch einen schönen Abend. Oder je nachdem, vielleicht sende ich das ja auch irgendwie morgens. Ganz egal. Ich habe noch nichts getrunken. Gell? Ich bin so... Ich habe heute wirklich noch kein Schlückchen Alkohol getrunken, aber wäre vielleicht eine gute Idee jetzt noch. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, viel Spaß beim Basteln. Hab euch lieb.